So Leute, wir sind zurück zu Rocket League. Gucken wir mal, was wir hier heute zaubern können. Vielleicht mal die eine oder andere schöne Mechanik. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wir müssen uns ja natürlich langsam mal ein bisschen steigern mit den Videos hier und mit dem, was ich so mache. Oh, scheiße. Ah, weiß nicht, ob das so schlau war, den hochzulegen. Jo, ist klar. Also, die Prämisse, dass er da noch einen Torschuss bekommen hat, also wirklich, da langsam, da kriege ich Schmerzen, ey. Glaube ich gar nicht drauf gehen, Mann. Der fliegt wieder so Oberarschloch für mich. Habe ich aber noch. Junge, ey. Schade. Bei Man konnte ich ihm den Boost abklauen, aber es war echt nicht. Ja, komm. Ach, Junge. No way. Gott sei Dank. Junge. Ernsthaft, Mann. So ein scheiß 50 kriegt er da wieder den perfekten Pass, ne? Alter, Pain. Ach, Digga, das Game hasst mich heute. Das ist nicht mehr normal. Das war ein bisschen dumm von mir, gebe ich zu. Oh, was? Natürlich hänge ich wieder am Pfosten. Digga, also, dass er den gemisst hat. Wunder. Okay. Ich war einfach komplett auf. Ach, Digga, was ist da jetzt passiert, Mann? Aber das wäre auch frech gewesen. Das Tor habe ich sowas von verdient, jetzt mal ganz ernsthaft. Boah, vorhin schon so. Ganz wilde Scheiße. Ohne Witz, Mann. Uiuiui. Und seine Kickoffs kommt an meine ganz schön gut. Okay. Er entscheidet sich dafür, komplett zu missen. Warum macht er das so komisch? Und warum ist er dann trotzdem schneller als ich, Digga, wenn ich es vorher sehe eigentlich und vorher drauf gehe? Macht so keinen Sinn manchmal, was die machen. Was ist da gerade passiert? Warum hat er mich noch so mitgerissen? Digga, hä? Auf einmal habe ich mich umgedreht, so richtig komisch, Mann. Naja, immerhin hat die Fake-Challenge funktioniert. Oh Gott, der ist scheiße. Der wollte mich dämmern, Mann. Junge, er 50 einfach so komisch, ne? Er geht einfach nur drauf, flippt und der Ball bleibt bei ihm. Was so ein Quatsch. Das war's nicht, Kollege. Aber Gott sei Dank hat er irgendwelche Freunde in der Psyonix-Zentrale, Alter. Hätte auch mal... Oh Scheiße, warum springe ich noch? Das hätte auch einfach mal so sein Tor sein können. Nein, er fliegt wieder übers ganze Feld, Digga, gegen seinen Pfosten. Das war ein komischer Flip. Er hat ihn so komisch nach vorne rollen lassen, deswegen dachte ich nicht, dass er Kontrolle hat. Da muss man auch ganz bis zum Ende durchgucken. Da merkt man wieder, dass der Junge sehr gut bestückt ist. Wenn er sich so über seinen kleinen Flip da freut. Scheiße, einfach nicht aufs Dach bekommen. Das verhaut er wieder, oder? Als ob ich Hellseher wäre. Aber er kommt wieder irgendwo an und bumpt mich, ey. Ja, schade, Schokolade. Hauptsache auf den Boost gehen, Junge. Naja, anscheinend verzögert er ein bisschen so zwischendurch. Ich stand richtig komisch. Der Schuss war richtig hässlich, Mann. Weil der kam so gerade auf mich zurück. Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr einfällt da. Das war kein nicer Redirect. Ah, jetzt habe ich es gecheckt, was er macht. Digga, Junge, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn auch einfach scoren können. Aber nein, Junge. Ich weiß es ja nicht. Er geht einfach richtig dumm auf den Boost, Junge. So ein richtiger Oger. Und wieder drauf kommen. Nicht einmal umdrehen, ne? Oh, 22 Boost. Wie viel habe ich? 46.
Oh, scheiße. Dachte, ich hätte den Flip noch. Ich glaube, ich habe es gerade am Turn. Gerade am Turn nochmal X gedrückt. Er kommt nicht, okay. Ah, schade. Dass der so hoch geht, hätte ich ja jetzt auch nicht gedacht. Und gute Nacht, Junge. Okay, tja. Kleines, nettes Game am Rande. Hat mir leider nicht so die Platz für die Mechanics gelassen, aber egal. Jojojo. Kommt zurück. Heute ist wirklich ganz, ganz, ganz wild, Mann. Und heute irgendwie nicht so gut. Ich hoffe, dass ich es jetzt in dem Game hier langsam mal hinkrieg. Perfekt. Ah, perfekt. Der Flip hatte wieder gar keinen Bock. Er forst die Wand auch komplett. Nice. Schöner Start. Jo, das sieht ja bis jetzt eigentlich ganz fruchtig aus, wa? Bin ein bisschen konzentriert, deswegen rede ich gerade weniger, weil ich versuche, ein bisschen cooleres Gameplay hinzubekommen. Die letzten Runden echt gegen die größten Keks verloren. Das mag ich immer nicht so. Oh, schade, ich dachte, ich könnte ihn direkt reindrehen. Ja, und den Boost noch komplett Arino gemisst, ey. Na, kommt er an? Ah, das war eine schöne Fake-Challenge von ihm. Ach, Digga, warum fliegt er so weit nach vorne? Ah. Natürlich spawnt der Boost in seinem Sprung. Ach, und ab nach Hause, Junge. Da hat er gedacht, will ich wieder an die Wand, warum auch immer. War doch übel obvious. Dass ich den Kickoff da so noch verliere. Oh. Bloß kein Eigentor schießen. Nice. Ich wollte erst auf Breezy gehen, aber ich habe den Ball direkt verloren, weil ich ihn so schnell aufgenommen habe. Und dann dachte ich mir, komm, ich hole ihn mir. Er hat sich da so schön angeboten, weil er genau in der Reihe drin war. Oh, das könnte schlecht sein. Das könnte noch schlechter sein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat die Annahme geblowt. Ey, Digga. Auch wenn der Booster richtig lecker ist. Na, okay. Ja, was willst du machen, Digga? Den ganzen Boost hat er da weggemacht. Ja, ich hätte da drauf gehen sollen. Hätte er gebackflippt. Und dann wäre der Ball halt hochgegangen. Das war ein Missplay von mir. Nice. Easy Kickoff. Digga, wo bin ich denn da hin? Das war eine ganz komische Runde. Er ist direkt da. Haut den Ball aber komplett komisch. Ja, ich wollte auf den Flip Reset gehen. Ich meine, ich hing da eh schon so richtig komisch. Oh, schade, jetzt hat er einen Ball für die Wand, aber diesmal gehe ich komplett drauf. Nice. Das war ein bisschen obvious, weil ich wusste, dass er nicht so viel Boost hat. Nice. 6-1. Das sollte eigentlich ganz gut für mich aussehen, wa? Ja. Er will nicht nach Brasilien. Schade an der Stelle. Oh, schönes Game. Bisschen holpriger Anfang, aber nimmt man.